Hallo hier bei Kung Fu Fitness Snackbite. Mal wieder schöne Landschaft am Start. Weil euch das ja letztes Mal gefallen hat. Echte Lebensgeschichte. Und das habe ich ja schon oft gemacht. Und wenn ihr so Interesse habt an meiner Lebenserfahrung, dann werden wir das natürlich auch fortsetzen. Ich bin im Industriebereich über die Firma, wo ich schwätze. Die sieht man da nicht. Ich sage auch keinen Namen, welche Firma. Sondern aber ich laufe da im Industriegebiet rum, dass halt ein bisschen das Feeling da ist. Auch wenn bei uns halt immer mehr Natur ist, wie sonst was ich eigentlich feiere. Ja. Und ja, let's go. So, ich habe heute frei und es ist Samstag. Wir waren in der Stadt bei ein bisschen Einkauf, ein bisschen Schuhe. Und ja, das soziale Wesen, was man miteinander eigentlich prägen soll, ja, das habe ich schon wieder gerade erkannt, wo ich hergefahren bin. War so ein Übergang. Es war aber kein Zebrastreifen, der Fußgänger keine Fortfahrt gehabt. Also eine ältere Frau, die auf Krüger dahergekommen ist. Und dann habe ich gesehen, der hintere Fahrer ist ein bisschen weiter weg. Ich habe gut angehalten, habe die Frau über die Straße gelassen, dass sie ihren Weg friedlich fortsetzen kann. Und so sollte man auch sein, also, ja, das Miteinander prägen. Ja. So, ich bin nach meiner Lebenserfahrung, also die 70er habe ich nicht aktiv miterlebt. Also ich war zwar 78 geboren, aber ich kann jetzt nicht sagen, wie die Gesellschaft in den 70er war. Ich kann aber sagen, wie die Gesellschaft in den 80er war. Aber so wie die Leute, die älter sind wie ich, erzählt haben, war die Gesellschaft in den 70er nämlich auch super. Ja. In den 80er war die Gesellschaft spitze, wo da jetzt auch meine Lehrer war alle bescheuert in den 80er. Aber in den 80er war die Gesellschaft vor der Spitze. Das Miteinander war besser. Ja. Die Leute sind mehr in Gruppen weggegangen und so weiter. Das war echt klasse. Ich habe da in den 80er meine Kindheit verbracht. Also als Kind kriegt man viel mehr mit, wie die Leute denken. Meine Schwester war ja älter wie ich. Und mein Vater hat immer viele Freunde gehabt. Die Leute haben mehr miteinander gemacht, statt gegeneinander. Das hat sich, ist aber mit den Jahrzehnten alles irgendwie weggegangen. Und ja, 80er war meine Kindheit, war eine schöne Zeit in den 80er, muss ich ehrlich sagen. Aber schöne Kindheit gehabt. Ja. Gut kommen, darauf an, was für Schicksal du auf dem Familienhaus du rauskommst, das ist auch immer so ein Ding. Wir wollen uns auf die 90er konzentrieren. Die 90er. Die 90er war, da fing so alles an, schon langsam schlecht zu werden von der Gesellschaftsstruktur her. Da gab es aber noch sehr viele gute Sachen in der Gesellschaft. Und ja, letztes Mal erzählt, wie die Festangestellte, wir 2017 immer kostenlose Mahlzeit gegeben haben. Ja. Das war 1996 anders. Da bin ich 18 geworden. Ja. Bin 18 geworden. Das ist am Bindefilmen. Ja. Bin 18 geworden und habe neben der Berufsschule einen Praktikumsplatz in Waiblingen gekriegt, in einer großen Firma, die super war. Ja. War in der Stanzerei, in der Herderei. Als Praktikant kriegst du ja nur Belohnung. So, sind fest angestellt zu mir gekommen 1996 und haben gesagt, hin und wieder mal komme ich da zur Mahlzeit ein, in der Kantine. Ich möchte ein Essen zahlt, ein Tränke zahlt. Und dann war mir das schon peinlich, dann hätten sie ja gerne zurückgeben können. Sag du, ich hätte gerne was zurückgeben, weil ich mir freut von Herzen echt, dass du mich da einladest. Dann sag ich, du, ich bin fest angestellt, ich verdiene viel, viel mehr wie du. Wenn ich da mal abends mal einen Praktikanten einlade oder so, ist kein Problem, mache ich gerne. Ja. Und das fand ich halt so geil an die, so an die 80er, 90er, auch wenn in den 90er vieles schon negativ geworden ist, da hast du auch noch so soziale Menschen gehabt. Ja. Da gibt es halt noch da und da soziale Menschen, aber das sind so wenig, dass in der Ellerbogesellschaft es heute mehr so ich. Und das sind die Leute auch gut in meinem Kommentar geschrieben. Also das, was in den 80er, 90er noch top war, das gibt es halt nicht mehr so. Ja. Wenn sie mich da eingeladen zum Essen hin und wieder mal, zum Getränk in der großen Pause, und das war schon super. Ja. Und das war ja 2017 anders. Ja. Wenn die sich dort, bis auf die Frau, die war noch top. Die Kantinenfrau war top. Die hat gesagt, okay, da hat nichts zum Essen. Das ist ein Zeitarbeiter.
da verdient wenig Geld. Ja, und das Haufen Essen, das muss man alles eh noch weg und auf der Abfall schmeißen. Also schenke dem eine Mahlzeit. Die Frau war top. Ja. Die war richtig sozial. Ein Goldstückle in der dunklen Zeit, muss man sagen. Und das war 2017, wo ich in der Firma war. Ja, 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 jetzt laufen wir mal wieder. Man muss immer auf den Hintergrundgeräusch aufpassen, was da mal alles läuft. So, wir laufen jetzt auch weiter und dann passt es. Ja. Ja, jetzt waren wir. Ja. Da wird ob so eine Sache noch geschrieben, das habe ich nicht gemeint, aber ich hoffe, das hört man auf der Kamera. Ja, gut, 2017. Die Frau war top, hat mir eine kostenlose Mahlzeit gegeben. Ne? Und das sind die Festangestellten und das war die Asoziale in der Firma. Das war 2017, Schwäbisch Gmünder Firma. Schwäbisch Gmünder hat ja viele Firmas, also ich will nicht sagen welche. Aber die Geschichte ist halt auch erzählenswert. Die haben es ja letztes Mal erzählt. Also am nächsten Tag, ich weiß gar nicht, war das war Meister oder Vorarbeiter, hat sich auf mich zubewegt. Festangestellte haben sich beschwert, ob sie als Festangestellte fürs Essen zahlen müssen, während Zeitarbeiter eine Mahlzeit geschenkt kriegen. Und es war nur eine Mahlzeit, wo ich geschenkt gekriegt habe. Und dann da hatte ich auch, wir haben ja auch lange darüber diskutiert. Da habe ich auch gesagt, wissen Sie, ich wäre gerne in der Position wie die Festangestellte, dass ich 2200 Euro mehr verdiene und dann würde ich freiwillig 2,50 pro Mahlzeit ausgeben, weil ja der Firma ja festgestellt hat, der Rest übernimmt, würde ich ohne Probleme machen. Das heißt, die wissen gar nicht, wie privilegiert die sind, verdienen 2200 Euro mehr für die gleiche Arbeit, die ich mache, ja, und haben so großartige Mahlzeit, ja, wo der Arbeitgeber sogar noch so viel übernimmt und dann können sie mir nicht mal mir als Mindestverdiener, als Hungerlöhner, verdienen sie nicht mehr warme Mahlzeit umsonst. Ich würde gerne mit denen tauschen, die hocken bestimmt alle, die meisten bei ihrer Familie, weil meine Familie im anderen Land ist und die wahrscheinlich schon verloren haben. Ja. Und ich hock da, wenn die Seele brennt, der Körper brennt, kostet noch nichts leisten und dann wird immer eine Mahlzeit gehen. Und das Schlimme, die gönnen lieber der Mahlzeit, der Müllräumer, dass sie von mir da ein bisschen benachteiligt sind, schmeißen sie lieber weg, dabei die gar nicht benachteiligt sind. Ja, wenn ich ein bisschen Plus habe, indem ich mal eine Mahlzeit umsonst kriege oder vielleicht auch mal noch mehr eine, dann haben die ja keinen Nachteil. Die sind trotzdem mehr im Vorteil wie ich, weil die leben bei ihrer Familie, in ihrer Familie vor Ort. Die verdienen 2200 Euro mehr, sind vertraglich abgesichert, schaffen das fest für mich, schaffen das fest und dann können sie nicht mehr einen, der alles verloren hat und fast kein Geld hat, können sie nicht mehr Mahlzeit gönnen. Ich bin jetzt in einer Firma, wo es mir eigentlich gut geht, ja, wo ich gut schaffe, gute Kollegen habe, gut verdiene und so weiter. Das ist dann wirklich schön und wirklich nice. Ja. Und wo ich auch nette Kollegen habe, nette Vorgesetzte habe. Ich mache Arbeit, wo mir Spaß macht. Ich mache Produkte, wo ich herstelle, die mir Spaß machen. Ja. Und hat besser quasi eine Zeit für mich. Ja. Kommen wir auch in die Richtung. Ich habe ein super Team, ich habe nette Vorgesetzte, ich gebe Leistung, ich fühle mich gut aufgehoben, gestern bin ich sogar länger da geblieben, weil ich Ware wichtig wegmissen hat. Vorgesetzte mögen mich, Kollegen mögen mich, meine Leistung wird anerkannt. Ich bringe dann gern Leistung, das macht mir auch richtig Spaß in der Firma zu schaffen. Das ist auch mein Metier und ich lerne auch gern auf neue Arbeitsplätze. Aber wenn ich erstmal ein bisschen brummelig bin und denke, muss das können. Aber dann, wenn es läuft, dann bin ich wieder glücklich. Ja. So ist mal wieder so ein bisschen Sache über mein Leben, wo ich dann sage, ja, so die 80er, 90er war es wirtschaftsmäßig allgemein in Deutschland. Ich rede nicht von anderen Ländern. Ich rede nicht, dass die 80er, 90er in Deutschland, wo ich persönlich erlebt habe, eine bessere Zeit war wie heute. Ja. Heute ist die Gesellschaft so ein bisschen verkühlt. Und egoistisch. Ja.
Und ja, kann ja auch ein bisschen auf eine Lebenserfahrung statt wieder zurückgreifen, weil ich bin ja 1978 geboren. Aber man lernt ja immer weiter, jeden Tag. Und der schöne Vogelgesang ist super. Ja. Jetzt war es das mal für heute. Ich hoffe, die echte Lebensgeschichte hat euch gefallen. Dann machen wir das in Zukunft öfters, wenn es so gut bei euch ankommt. Ja. Aber wie schon gesagt, der jetzige Firma, wo ich jetzt bin, ich arbeite gerne, ich arbeite gut, ich möchte Spaß. Du hast auch nette Kollegen um dich herum, meistens fast zu 100% kommen mit alle aus. Und die Kollegen, das sind noch soziale Kollegen von der alten Schule. Auch die Vorgesetzten sind top, weil da ist der zwischenmenschliche Kontakt da. Und da sieht man, egal was man Arbeitsplatz man hat, ist man jetzt schafft man in der Produktion oder im Versand oder ist man Putzfrau oder ist man Topmanager oder ist man Abteilungschef oder was auch immer. Im Endeffekt sind wir alle Menschen. Und jeder versucht so weit wie möglich, dass er mit seinem Geld hausieren kann und dass er sich und seine Familie eigentlich erhalten kann. Das ist eigentlich, das ist eigentlich alle, was eigentlich unter dem Kern alle versuchen zu erreichen. Und von daher, also wenn es um mir noch nicht ist, Google nicht, was auf dem Posten da hat, dann bin ich auch anstand freundlich zu dem. Und wenn man zwischenmenschlich versteht, ist immer top, egal was auf dem Posten einer hat. Natürlich hoffe ich, dass er einen festen Vertrag kriegt, das wäre traurig, obwohl ich bald selber nicht mehr dran glaube, aber es wäre super. Ja, jetzt mal gucken, wie sich mein Lebensweg sich weiterentwickelt und so. Natürlich wünsche ich euch auch das Beste und nicht vergessen, dass ihr Kobras am Leben, ja. Weil ein Kobra möchte ein Hindernis zu seinem Stärke. Ja. Und ein Bonsai möchte ein Hindernis. Gott halt, stirbt halt beim Hindernis. Obwohl Bonsai schöne Pflanzen sind, aber sei lieber Kobra.